Merlin, die Feen und alle Zauberer Britanniens warten am Ufer des Sees auf deine Rede über das Schicksal. Ich bin sie gerade noch einmal durchgegangen. Ich komme sofort. Merlin? Ich wette, er hat mir nichts zum Frühstück übrig gelassen. Oh, eine Suppe? Mordsblitz! Wohlan und hört die Kunde über die Fäden des Schicksals. Nudelsuppe. Nicht anfassen. Das sind keine Nudeln, sondern die Fäden des Schicksals. Das? Die Fäden des Schicksals? Jeder Faden stellt das Schicksal eines Menschen dar. Wenn man einen Faden berührt, erscheint die Person als Bild an der Oberfläche. Aber wenn man den Trank umrührt, ändert sich dadurch das Schicksal der Person. Sabalot, ich esse lieber auswärts, ist nicht so riskant. Und Morgan, bitte, fass nichts an. Arthur, ich hab's schon angefasst, aber aus Versehen. Und es kann sein, dass Guinevere jetzt ein Dienstmädchen geworden ist, das in Camelot die Ställe putzen muss. Das ist absurd. Das ist bestimmt nur irgendein magischer Witz von Merlin, damit du deine Finger von seinen Sachen lässt. Morgen, Arthur. Ich hab Hunger wie ein Oger. Gibt's noch was zu essen? Hier, weich es erst einmal in Wasser ein. Es ist etwas hart. Danke, Gawain. Da frag ich doch lieber Guinevere. Sie bekommt ganz sicher kein altes Brot wie das Fußvolk. Guinevere? Darf ich reinkommen? Guinevere, wo bist du? Aber wo kann sie denn sein? Was ist, Markt? Soll das etwa sauber sein? Und das hier? Wer denkst du, soll das wegmachen? Die Prinzessin von Kameljad etwa? Guinevere! Aber ich bin die Prinzessin von Kameljad! Natürlich. Und ich bin König Uther Pendragon. Wenn ich in die andere Richtung rühre, müsste ihr Schicksal doch so sein wie vorher. Ich schwöre dir, sie ist die Prinzessin von Carmel... Teufel! Die Magd! Sie ist verschwunden! Meine Güte! Wo bin ich? Das ist Hexerei! Ich wollte nur meinen Fehler wiedergutmachen und ihr Schicksal zurückgeben. Ich bitte dich, Morgan, rühre nichts mehr an. Das macht alles nur noch schlimmer. Beeilen wir uns. Guinevere ist offensichtlich in einem Kerker von Camelot. Ihr Schicksal wurde durch Magie verändert. Ihr könnt nichts machen. Ich hol Guinevere da raus, auch ohne Zauberstab. Zusammen für die Tafelrunde. Für die Tafelrunde! Arthur! Arthur! Sie bringt sie weg! Ja. Guinevere! Stopp! Ja! Schnell, auf die Pferde und hinterher! Arthur, guck dir die Schwerter an. Wir können nichts machen. Magische Kräfte lenken jetzt das Schicksal von Guinevere. In meinem Land sagt man, kämpfe niemals gegen dein Schicksal. Im Gegenteil, ihr Schicksal liegt in unseren Händen. Tristan? Ich muss doch irgendetwas machen können, um ihr zu helfen. Geh gefälligst auf! Gib's auf, Morgan. Ich habe keine Erlaubnis, mich zu öffnen, wenn Merlin nicht da ist. Das weißt du doch. Aus einem äußersten Notfall. Hat Merlin immer gesagt. Und das ist ein Notfall, nicht wahr? Gut, aber du bekommst nur eine Chance. Verstanden? Die Zauberformel heißt Destinum. Danach den Namen der Person aussprechen. Und dann... Merlin? Nicht das hier. Er ist gerade am Feensee.
aber ich kann ihm durchaus eine Nachricht schicken. Ich weiß, wie man das macht. Du, eine Tintagel? Ja, an dem Tag, an dem du zaubern kannst, wachsen dem Oger auch Flügel. Du wirst schon sehen, ob ich in der Lage bin, zu zaubern oder nicht. Morgan, mach keinen Unsinn. Du hast nur eine Chance. Denk an Guinevere. Destinum, Usapen Dragon in Ermitam Converto. Tintagel Destinum. Ein Blitz und ein Sturm. Ein schlechtes Zeichen. Liebe Vasallen, liebe Diener, es sieht so aus, als hätte sich Camelots Schicksal zum Guten gewendet. Jetzt, wo wir anstelle von Yutha auf dem Thron sitzen, schuldet ihr uns Treue und Gehorsam. Statuieren wir doch ein Exempel, liebe Schwester. Wachen, schnappt euch diese Klappen und legt sie in Ketten. Gehorcht, sonst seid ihr fällig. Rückst du! Oh, mein Gott, sonst funktioniert das doch jedes Mal. Huh? Oh. Aber Majestät, das ist doch Hexerei. Wir waren gerade eben noch an Merlins Baum. Ein Scherz des alten Zauberers Ulfin. Er wird einfach bemerkt haben, dass ich mich etwas ausruhen wollte und hat meinen Wunsch auf diese Weise erfüllt. Wow, ich hab einen. Danke, Majestät. Ich habe einfach die erste Angel genutzt, um den See der Feen zu verlassen. Aber was macht ihr denn hier? Ist das nicht einer deiner magischen Tricks, damit ich mich mal ausruhe? Natürlich nicht, Sir. Oh, mein Gott, die Fäden des Schicksals. Kann ich mal bitte kurz raus, um mir die Beine zu vertreten? Ich habe keinen Schlüssel. Du musst warten, bis wir an Kameljahr sind. Das Schicksal ist grausam, Arthur. Ohne Schlüssel können wir sie nicht befreien. Das magische Schloss widersteht unseren Schwertern. Was? Die Gören sind euch entkommen? Ihr Nichtsnutze! An den Pranger! Das habt ihr nicht zu entscheiden, sondern der rechtmäßige König, Usurpen Dragon. Camelot ist jetzt in Händen der Tintagels. Du siehst doch, wir sitzen jetzt auf dem Thron. Ihr besitzt aber noch nicht Excalibur. Excalibur entscheidet dieses Spiel. Der Erste, dem es gelingt, es aus dem Felsen zu ziehen, in den ich es getrieben habe, ist der neue König von Camelot. Sabalot, Excalibur! Verflixt! Was ist mit dem König? Auf jeden Fall ist das die Gelegenheit, Guinevere zu befreien. Arthur, die Legende sagt, dass nur der rechtmäßige König von Camelot das in den Felsen getriebene magische Schwert rausziehen kann. Legende? Ich bitte Sie, meine Herren, mich zum Wagen gehen zu lassen, um die Prinzessin zu befreien. Ich würde uns gern einen nutzlosen Kampf ersparen. Möchte Prinzessin Guinevere vielleicht ein paar Schritte gehen, um sich die Beine zu vertreten? Mein Gott, Arthur, wie hast du das gemacht? Ach, so ein Glück! Jemand hat das Schicksal von Guinevere rückgängig gemacht. Arthur, Tristan! Camelot ist in den Händen der Tintagels! Teufel, das erklärt alles. Merlin hat Excalibur hierhin gezaubert, um den Thron zurückzuerobern. Wenn wir das Schicksal von Guinevere verändern können, und zwar ohne Zauberei, können wir vielleicht auch das Schicksal des Königreichs verändern. Wir müssen Yutha überzeugen, Excalibur hier herauszuziehen. Klar, wenn wir wüssten, wo er ist. Meine Güte, was würdet ihr nur ohne mich tun? Er ist am Ufer des Feensees. Wisst ihr was? Wir bleiben so lange die Herrscher des Königreichs, bis es jemandem gelingt, dieses Schwert hierher auszuziehen. Sabalot, das wird nicht lang dauern. Mich einfach so ans Ufer des Sees zu hexen, schwamm drüber. Aber Excalibur zu stehen, das geht zu weit. Hm?
Er ist recht gescheitert. Der rechtmäßige König von Camelot! Kann ich bitte den Griff von Excalibur abwischen, bevor seine Majestät es erneut versucht? Seine Hand ist abgerutscht. Na gut, nur zu. Wenn du glaubst, das ändert etwas am Schicksal deines gefallenen Königs. Majestät? Arthur? Ja, bitte? Denkst du etwa, ich habe das nicht gesehen? Was? Du weißt, mein Schicksal ist kein anderes als das eines tapferen Ritters. Ein kleines Stück Schwarzbrot? Sabalot! Wir retten Camelot vor dem Joch der Tintagel. Und was ist der Dank unseres Königs? Kein Respekt vor den Knappen und dem niederen Fußvolk. Da, tapfere Knappen. Ich danke euch, dass ihr mich aus dieser verfluchten Kutsche befreit habt. Danke. Danke, Guinevere. Aber Morgan, es ist doch nicht meine Schuld, wenn du die Fäden des Schicksals auf dem Herz stehen lässt, Merlin. Ja, wohl wahr. Und deshalb schlage ich vor, wir ersetzen den Inhalt des Topfes durch eine gute Rübensuppe. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.